Hallihallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Let's Play Pokémon Schwarz 2 Ultimate. Was? Nein. Hallihallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Let's Play Pokémon Schwarz 2 Ultra Random Nuzlocke Challenge. Mit mir, eurem Yoshi. Beim letzten Mal haben wir es hier bis zu der zweiten Arena geschafft. In der Zwischenzeit habe ich dann mal mein Team ohne Doppelkopf inzwischen leider komplett auf Level 18 hochgeputscht. Ist nichts großartig Interessantes passiert, das habt ihr da auch nicht gesehen. Ich habe Otter Schocksamen beigebracht. Ja, und jetzt werden wir uns der zweiten Arena-Leiterin stellen. Mit der gleichen Strategie, die wir schon gegen Sharon eingesetzt haben. Und dann sehen wir mal, wohin uns das Abenteuer dann weiterführt. Hallo. Los geht's, ich bring dich jetzt zum Ausflippen. Ja, das war ja eine kurze Ansage. Sonja. Sonja. Los geht's. Mit Porenta startet sie, okay. Okay, ich habe mein Niesel. Das ist gut so. Und jetzt halt Daumen drücken, Leute. Okay, los geht's. Niesel und Aquahaubitze ist so eine super Technik. Vegicheeta. Ja, bringt die nur nichts. Ich könnte drin bleiben, hoffen, dass er keine Pflanzenattacken hat und mit Clairsmog angreifen. Ist auch, glaube ich, meine sicherste Strategie. Lawine, okay. Noch ist nicht aller Tage Abend. Ich drehe jetzt erst richtig auf. Das ist schon wieder dein letztes? Okay. Hammerarm, okay. Dein Siegeswille strömt aus jeder deiner Po an. Ja. Okay, du hast den Niesel aufgehoben und durch Sandsturm ersetzt. Das ist vielleicht nicht die beste Strategie, die ich je gesehen habe. Denn das dürfte dich jetzt so ziemlich getötet haben. Ja. Ich markiere mal in meiner schlauen Excel-Tabelle, dass wir Mika besiegt haben. Oder Sonja, wie sie sich ja jetzt nennt. Was soll das? Ich war doch mitten im Refrain. Nein, wir waren, sind fertig. Ich weiß, das ging sehr schnell wieder, aber gut. Da habe ich wohl verloren, sowas aber auch. Das bedeutet wohl, dass du ganz schön stark bist, was? Naja, das ist zwar bitter für mich, aber wenigstens habe ich mein Bestes gegeben. Irgendwie fühle ich mich ganz erfrischt. Hier, der Beweis, dass du mich besiegt hast. Ja, dann packen wir da rein. Hörst du, ihr Held von Mika, den Giftorden. Sekunde, was hatte sie jetzt genau? Ein Porenta? Ja, war kein Gift, also 2-0 für Sharon. Mhm. Ja, ja. Gut, was gibst du uns? Widerhall. Was macht der Widerhall? Nein, nein, das ist nicht Giftschock. So, jetzt ist hier wunderschöne Stille in der Arena. Achso, das ist auch so eine Stärkungsattacke, aber die über mehrere gehen kann, in Doppelkämpfen und sowas. Ne? Verstehe. Kann das wer von meinen lernen?
Naja gut, wir haben schon Schädel für sowas. Mit Zornklinge. Was gibst du jetzt für eine Stimme? Hey du, während deines Kampfes mit der Arenaleiterin Mika bist du mir sofort aufgefallen. Du hast Charisma. Bitte komm auf jeden Fall nach Pokewood. Ja, wo es sich auch leider tun muss, weil wir sonst mit der Story nicht weiterkommen. Du gehst nach Pokewood? Ah, stimmt ja, mein Vater. Ich muss ihn dazu bringen, wieder als Kapitän zu arbeiten. Okay, danke für noch mehr Stille. Noch mehr Stille. So wunderschön still. So, ab ins Pokémon Center und dann geht unsere schöne Reise auch gleich weiter. Bis zum dritten Arenaleiter müssen wir auf Level 24 mindestens kommen. Und soweit ich mich gerade erinnern kann, ist das nächste Teammitglied, das sich bei uns auch wirklich entwickeln würde, wenn es soweit überlebt, Raupe, ich glaube auf Level 25? Aber jetzt müssen wir erstmal nach Pokewood und Mikas Vater davon überzeugen, wieder Kapitän zu werden. Durchaus, dieser Trainer hat das gewisse Etwas. Ja, unsere Nachwuchshoffnung sollte in Kürze eintreffen. Ah, wie auf Stichwort. Willkommen in Pokewood. Schön, dich zu sehen, Yoshi. Wir haben auf dich gewartet. Darf ich vorstellen, das ist Mr. Woody. Er ist hier der... Hallo, Mr. Woody. Hallihallo, gestatten, ich bin Mr. Woody. Nett, dich kennenzulernen. Du bist also Yoshi, was? Wir haben gerade über dich geredet. Ich habe leider noch ein paar Dinge zu erledigen, bevor mir ich dir im Detail erklären kann, wie wir hier arbeiten. Tut mir wirklich leid, ich hoffe, du kannst dich noch ein wenig gedulden. Wie wäre es in der Zwischenzeit mit einer Führung über das Gelände? Oh, das ist eine ausgezeichnete Idee. Dann bekommt ihr schon gleich einen Einblick in die wunderbare Welt der Filme. Pokewood ist eine Traumfabrik. Wer sich nach Nervenkitzeln oder großen Gefühlen sehnt, ist hier genau richtig. Aber genug geredet, ich werde versuchen, mich zu beeilen. Bis später. Ich bin stolz auf Mr. Woody zu arbeiten und auf ihm. Sieh dich einer diese Beinarbeit an. Na schön, Yoshi, folge mir. Ja, jetzt kriegen wir wieder so eine unnütze, klassische Pokémon-Führung für Zeug, das uns eh nie wieder interessieren wird, weil wir dieses Mini-Ding hier nicht machen werden in diesem Projekt. Dementsprechend überspringen wir das einfach mit Pokewood, das eine Filmschmiede ist, wo man dann selber Filme drehen muss. Und ich finde es einfach lächerlich albern und langweilig. Ja. Ganz toller Filmpalast, wo es die neuesten Filme zu sehen gibt. So, hier haben wir den Schalter, jetzt werden wir gleich einen Film drehen, dann wird der Kapitän einsehen. Wen haben wir denn da? Das ist doch der Talentsucher. Dank dir habe ich mir meinen Traum erfüllt und mein langersehntes Filmdebüt gegeben. Ach ja, das freut mich. Und wer ist das? Das ist Yoshi. Ich habe deine Tochter mit diesem jungen Trainer kämpfen sehen und sofort sein Potenzial erkannt. Deswegen wollen wir auch unbedingt, dass dieses Talent nach Pokémon kommt. Verstehe. Du hast also meine Mika herausgefordert. Da musst du ein ziemlich guter Trainer sein. Deine Mika ist nur auf Level 18. Das ist nicht besonders gut, du. Oh, ach ja. Gleich fängt der Film, an dem ich mitgespielt habe. Wenn du mein Filmdebüt nachdenkst, sollst du dir ansehen. Gute Idee. Das wird für dich sehr lehrreich sein, Yoshi. Ausgezeichnet. Auf geht's. So, jetzt gucken wir uns einen Film an. Also, das ist unnötig in die Länge gezogen. Das Ganze, das finde ich so albern. Ja, hier kann man Filme gucken. Schön, ne? Dann gehen wir jetzt einen Film gucken. Ich weiß nicht, was dieses Logo darstellen soll, aber Super Sandro gegen einen Helden im besten Alter. Ein idealer Vergnügungspark ist ein Vergnügungspark voller Gelächter, doch ein ominöser Schatten fällt auf diesen Ort. Hier beginnt unsere Geschichte. Aber wo Schatten ist, da ist auch Licht. Und jener Held tritt in Erscheinung. Und diesen Helden... man nennt diesen Helden... Riolu-Mann.
YOLO Man. Und jetzt gucken wir uns im Prinzip nur einen Pokémon-Kampf an. Und das nennen die einen Film. Schwärmt aus, meine Pokémon. Lasst alle eure Wut in diesem Park aus. Zerstört, was ihr zerstören könnt. Nicht so schnell. Wer ist da? Ich bin es, YOLO Man. Ich kämpfe im Namen von Wunsch und was auch immer. Kommt schon, Super Sandro. So. Ja, Vergnügungspark. Ich, wie gesagt, das ist etwas, was wir in diesem Let's Play nicht machen, weil es einfach nur lächerlich ist. Ich frage mich auch ernsthaft, was die sich dabei gedacht haben. Ich meine, oh, Amerika, wir müssen doch irgendwie Hollywood mit reinbringen. Aber, ja, es zu einem Feature des Spiels zu machen. Ja. Ja, haha, du hast verloren, YOLO Man, bla. Die Hälfte des Publikums ist schon weg. YOLO Man, Mikas Papa. Er hat nicht mal einen Namen. Und alle, die da geblieben sind, sind verwirrt. Danke, dass du dir den Film angesehen hast. Und wie hat er dir gefallen? Was ist los? Mein lang ersehntes Filmdebüt. Mein Traum hat sich erfüllt. Wie meinst du das? Für jeden Menschen gibt es Dinge, die ihm liegen. Und Dinge, die ihm nicht liegen. Das ist mir klar. Aber als ich meine Tochter gesehen habe, die versucht, ihre Verantwortung als Arenenleiterin und ihren Traum von einer Musikkarriere unter einen Hut zu bringen, wollte auch ich versuchen, endlich meinen langjährigen Traum zu erfüllen. Denn man hört auf zu leben, wenn man seine Träume aufgibt. Ist es nicht so? Alle haben keine Ahnung, wovon der Mann redet. Ich kehre erstmal zu meinen Pflichten zurück. Eines Tages werde ich zum Film zurückkommen. Bis dahin überlasse ich dir meinen Platz als Filmstar. Nee, ich will den nicht. Ich will nur Champ werden. Wir sollten langsam gehen. Mr. Woody ist bestimmt fertig mit seinem Vorbereitung. Der ist jetzt Captain. Ich möchte einfach gehen und wieder weiter meine Reise fortsetzen. Nein, schlepp mich nicht weiter durch die Filmfabrik. Ich will das nicht. Ich hasse diesen Ort. Der ist so unnütz. Hier drin befinden sich die Studios, alle Filme, ja. Ich bin sicher, Mr. Woody wartet schon auf uns. Ich will aber nicht, dass Mr. Woody auf mich wartet. Hey Boss, ich habe Yoshi mitgebracht. Ja, hat er. Lass mich gehen. Oh, ausgezeichnet. Vielen Dank. Ich stelle mich am besten nochmal vor. Ich bin Mr. Woody, der Besitzer von Pokewood. Ich habe dich zu mir gerufen, weil ich dich um einen großen Gefallen bitten möchte. Du hast es hier schon, aber ich hätte es gerne, dass du Pokewood dein Talent als Schauspieler zur Verfügung stellst. Ich bin ein Trainer. Ich habe eine Arenaleiterin besiegt. Das hat nichts mit Schauspielen zu tun. Mein Talentsucher meinte, man sehe dir gleich an, dass du zum Star geboren bist. Ja, als Champion, nicht als Machtgut. Wenn ich vorhin zum ersten Mal gesehen, kann ich es kaum glauben. Er hat nicht zu viel versprochen. Sag ich doch, Boss. Es besteht kein Zweifel, dieses Kind wird ihm nur zum Herzen der Kinobesucher. Die Herzen. Ups. Ja, da hast du sicher recht. Ja. Nein, ich will das jetzt. Man wird auch noch wirklich dazu gezwungen. Ja. Darf ich jetzt gehen? Ja, ihr zählt auf mich. Ja, ihr zählt auf mich. Dann gehe ich einfach. Oh, wenn du einen Film drehen willst, dann sprich einfach mit dem Mitarbeiter. Gut, ich will nicht. Yoshi, du musst das jetzt machen. Ja, komm, das nimmt uns nur unnötig Zeit weg. Ja, lass mich einen dämlichen Film drehen. Nimm mir deine blöden Leih-Pokémon, weil meine eigenen eh nicht funktionieren werden.
stehen wir auf so einem schönen Greenscreen. Dann schließt er seine Gladianten. Wir drehen jetzt quasi den Film, den sie schon gedreht haben, nochmal. Nur mit mir als Hauptrolle, klar. Besiege den Gegner bei jeder Szene. Total spannend, wie alle sehen. Ah ja, ich bin ja jetzt eine YOLO Girl, richtig. Ich hätte jetzt eigentlich Reihschilfe schreien sollen, einfach um den Film zu ruinieren. Vor allem, was für ein spannender Film. Da kommt eine mit einem Pokémon an und besiegt den Gegner einfach mal eben so. Wow, spannend. Ja, schneid den blöden Film zusammen. Bring ihn ins Kino. Das Speichern dauert auch nur gar nicht lange. Ja genau, er wird auf der Stelle nachbearbeitet und sofort veröffentlicht. Das, so funktioniert das Kino. Hm? Ja. Ich will jetzt einfach nur noch gehen. Wiedersehen. Ich will jetzt hier runter ein Boot nehmen und in eine neue Gegend fahren. Und dieses belanglose Zeug hinter mir lassen. Oh. Ihr seid ihr etwa von Team Plasma? Richtig, wir sind. Wie sollen die. Richtig, wir sind Team Plasma. Vor 2 Jahren wurden wir von dem Mann dieser König und Helfererden verraten und unser Plan, die Herrschaft über einen Einer zu erringen, scheiterte, auch weil der dauernd bekifft war. Aber wir geben nicht auf. Niemals. Wir haben schon angefangen, einen neuen Plan in Gang zu setzen. Halt die Klappe! Ihr redet immer davon, dass ihr die Pokémon befreien wollt, aber dabei seid ihr nichts weiter als Pokémon-Diebe. Ihr seid das Letzte. Denkt ja nicht, dass ich euch das verzeihen werde. Es wurde auf dem Hof von einem Jörglis gejagt. Und jetzt auch noch. Das, ihr reicht es langsam. Ihr seid echt beeindruckend, Jungs. Ihr habt euch von Yorklef aufhalten lassen. Naja, was soll's. Überall können wir diesen Trainer seine Pokémon klauen. Dann mal los, liebe Knieterchen. Greift an, wenn ihr bereit seid. Euren neuen Plan werde ich zunichte machen. Ich werde Team Plasma nie was verzeihen. Ach, verzeihen. Okay, gut, komm. Machen wir dich fertig. Was? Ja, ich kann gegen dich gewinnen. Und was sind die Teamplasma-Leute? Ah! Käfersammler. Ja, Hitzewelle, ne? Oh, sofort paralysiert, okay. Macht keinen großen Unterschied, die so eine zweite Hitzewelle. Mhm. Gut so. Plasma, ich hab verloren, oh nein. Das kann nicht sein, wir haben Kinder verloren. Mist, lasst uns abhauen.
Ha, was für schlechte Verlierer. Na, wir teilen uns auf. Ihr sucht auf Route 20. Und du? Wenn ich verloren hätte, hätten sie mir mein gewisses Pokémon genommen. Ich danke euch. Hier, nehmt das. Na, Zerschneider, danke sehr. Den brauche ich ja noch. Das ist eine VM. Ja, wir wissen, was VMs tun. Erstmal ins Pokémon Center, um die Paralyse aufzuheben. Und ich hoffe, wir kommen bald mal auf eine neue Route, um vielleicht doch wieder ein fünftes Teammitglied zu kriegen. Also mit den Routen in dem Teil sind sie am Anfang echt sparsam. Ach, Google, ich habe gesiegt. Danke, dass das Nachrichtenwerk ist. Ich suche auf Route 20. Bin ich hier nicht auf Route 20? Der tue ich doch gerade. Was meint ihr, was ich hier tue? Ah, da. Hi. Mensch, auf dem Gehabe kann ich nicht zusammen. Ah, sie sind alle Bugcatcher Forest, natürlich. Dieser Remix ist echt gut, das muss man ihm lassen. Okay, übrigens, das sollte kein großes Problem für Otter sein. Vor lauter drei Käse, habe ich verloren, genau. Also eigentlich habe ich Scheiß davon, dass ich hier geflüchtet bin. Denn hier ist immer vor meinem Team. Ich muss dann mal einen Mord mehr nehmen. In diesem Sinne, ich schütte das Steuer. Lieb wohl, Pietro Siki. Oh, da liegt ein Item unten, sehe ich gerade. Also im Weglaufen sind sie ja echt Weltmeister, aber sie hat da eben was sehr Interessantes gesagt. Offensichtlich reisen sie per Schiff. Wenn wir aus nächstgelegenen Hafen ist Stratos City. Nein, war Pedro. Dann machen wir uns mal auf die Suche. Ich meine, wir sind direkt neben Folter. Ach, Folter. So ist... Fupp. Ein Heißohr. Ist das Teil, das einen automatisch verbrennt, wenn man es trägt? Wenn ich jetzt so eine Attackenwechsel-Dingens hätte. Also ein Attackenwechsel, so ein Item-Austausch-Attacke. Dafür sind die nämlich echt gut. Ja, mach mal meine Pokémon wieder fit. Hoffentlich kommst du bald wieder. Und wenn mich nicht alles täuscht, dann kann ich auch noch einmal hier runter. Und den neuen Pokéball Superball-Tausch durchziehen. Genau. So, dann geht's jetzt ganz gelassen hierhin, zum nächsten Plotpunkt. Also dieser Film, der hat mir durchaus gefallen, auch wenn er dumm war. Du hast ihn dir angesehen. Das war so eine Sache mit dem Film. Ich war so aufgeregt, dass ich gar nicht richtig meine Rolle als Riolu-Man hineingefunden habe. Damit werde ich niemanden begeistern. Kopf hoch.
Du kannst es ja neben deiner Arbeit als Kapitän nochmal versuchen. Solange du niemanden Unannehmlichkeiten bereitest, werde ich auch nicht wütend. Ich weiß allerdings nicht, wie die Leute von Pokerot darüber denken. Oh, hast du das gesehen? Wie sie aussieht, sind alle Mitglieder von Team Plasma abgehauen. Irgendwie fühle ich mich dadurch aber nicht besser. Naja, wenigstens sind sie weg. Da müssen wir uns wohl zufrieden geben. Ach ja, auch wenn das ein ganz schönes Durcheinander war, dafür kann man jetzt mit dem Schiff nach Stratos City fahren. Also gut, ich werde als Kapitän mein Bestes geben. Ich werde alle begeistern, indem ich mein Schiff die tosenden Wellen durchflüge. Hau doch nicht einfach ab, nimm mich mit nach Stratos City. Du bist auf dem Weg nach Stratos City, oder? Ja. Ich werde noch Team Plasma suchen, die können was erleben. Hey Kapitän, lass mal das Schiff sehen, auf das du so stolz bist. Ausgezeichnet, dann hier entlang bitte. Ja, schönes Schiff, ne? Dann sind wir auch schon in Stratos City. Und damit wieder auf gewohntem Gebiet. Verehrte Gäste, willkommen in Stratos City. Wir hoffen, Sie hatten eine angenehme Überfahrt. Das ist also Stratos City. Die Stadt ist ja viel größer, als ich dachte. Aber das spielt keine Rolle. Diese Kerle von Team Plasma können sich noch so gut verstecken. Mir entwischen sie nicht. Hey Yoshi, lass uns unsere Kontaktdaten... Nein. Ja, toll, jetzt habe ich noch einen Idioten in meinem Handy. Ein Segelschiff? Wie seltsam, wer baut heutzutage noch sowas? Leute, die gerne segeln. Gehen wir mal aus dem Weg. Ja, danke. Zielscheibe, okay. Was macht Zielscheibe? Attacken, die aufgrund der Wechselwirkungen zwischen den Typen keine Wirkung haben, treffen den Träger. Also könnte ich zum Beispiel mit Normal-Attacken einen Geist treffen, der das trägt. Warum? Nein, warum wollen mich alle ansprechen? Willkommen auf Teutsch und Schützsicherheit in Stratos City. Du bist zum ersten Mal hier, habe ich recht. Ausgezeichnet, dann möchte ich dir dieses Fahrrad der Stadt geben. Danke, wenigstens etwas Gutes. Die Regeln für Schützsicherheit sind mehr als einfach. Du musst dich lediglich an bestimmten Ort begeben und den jeweiligen Cloud dort ansprechen. Ob du letztlich teilnehmen möchtest oder nicht, die kannst du allein bei dir. Die Orte, die du anscheinend solltest, sind das Medaillenamt, okay. Das automatische Passantenumfragekomitee, wo auch immer das sein soll. Und zu guter Letzt die Kampf-AG. Okay, dann wollen wir dir in der Notfall einmal einweihen. Du bist ein Clown. Okay, machen wir. Erstmal registrieren wir das Fahrrad. Dann müsste ich das ja so einsetzen können. So, super. Gut, was ist das hier? Das ist die Kampf-AG. Gut, das heißt, hier ist einer der Clowns, die ich brauche. Komme ich damit um? Okay, ich muss genau wirklich da. Da ist er. In diesem Gebäude prallen nicht die Meinungen der Angestellten aufeinander, sondern ihre Pokémon. Danke für den EP-Teiler. Ich meine, ich weiß nicht mehr, was es als Belohnung gibt, aber ich will sie haben. Yay! Kampf-AG abgehakt. Was ist das hier? Aha, automatisches Passantenumfragekomitee. Gut, jetzt muss ich nur noch rausfinden, wo das Medaillenamt war.